Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal zu einer gemütlichen Runde Anno 1800. Seid gegrüßt, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, Bild erstellt. Er hat gerade ein Foto gemacht hier von der Insel. Wir hopsen rüber nach Envesa und warten natürlich jetzt darauf, dass wir hier... Wir müssen hier auch einen ganzen Eimer voll Aufgaben neu erfüllen, ne? Also, dann reißt irgendwie auch gar nicht ab, ne? Mit dem wir eigentlich, wir haben viel zu viel zu tun hier eigentlich. Könnte ich nur meine weltlichen Oh Gott, minus 12. Schneckchen, was ist los? Mein zuverlässiger Berater kehrt zurück. Ja, aber natürlich. Er lernt so schnell von denen, die vor uns kamen. Hoffentlich. Was habe ich jetzt gekriegt dafür? Neue Befehle? Bauplan für Wasserpumpe. Okay, ich soll dem Archie bald... Koordinaten gesetzt. Archie, mein kleiner Freund, ich muss für dich um die ganze Karte fahren hier, ehrlich. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nur damit du einen Bauplan für eine Wasserpumpe kriegst, damit du dir Wasser machen kannst. Du hast dir da einen riesen Palast hingestellt. Geh weiter mit Eimer dein Wasser holen. Wir wären dann soweit. Okay, das kann ich, das muss ich. Ich kann die Zeitung, ihr wisst ja, ne? Die Zeitung kann man einfach so nicht stehen lassen. Machen wir 30, 20, 15 und machen wir mehr Einkommen. Wir machen mal, falls wir in Krieg kommen, na los, beeilen Sie sich doch. Brauchen wir ein bisschen mehr Geld, oder? Ja. Und das ist wirklich schon alles? Ja. Das ist ja leichter als gesalzene Chips zu rüsten. Zeit aufzubrechen. Gut, ich folge Ihnen. Ein bekanntes Gesicht sollte den König milde stimmen. Hallo? Ich soll dir Geleitschutz geben? Ist das jetzt dein Ernst? Die öffentlichen Winde nehmen zu? Sehr unheilvoll. Einsatzbereit. Okay, ich glaube, mit dem geht's halt nicht, ne? Ein Herz, das fault, lässt den Atem. Hoffentlich passiert da jetzt nichts. Ich meine, ich kann mit dem kleinen Kahn, kann ich den noch nicht verteidigen. Das ist ja... Was ist denn das für ein Töfter 4? Clipper. Kann ich auf die Schnelle eben nur einkaufen gehen hier? Aber eine Fregatte hat er nicht mehr für mich. Der hat auch nur noch Clipper hier, ne? Ich möchte, dass Sie das Grab von König Wack, meinem Vater, besuchen. Clipper. Echt jetzt? Nicht, dass wir nicht genug Aufträge haben, ne? Leinen los! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte lass da keinen kommen. Lass es einfach nur hinterherfahren sein. So, ich muss ja eben die alte Welt hopsen. Hat die sich wieder Anteile zurückgekauft hier? Klar. Die lernst du aber auch nicht, ne? Ach, dieses Spiel willst du ja also spielen. Du weißt es da jetzt mittlerweile. Komm, Sie lass mich raus hier. Einfluss gewonnen. Lange dauert das nicht mehr. Dann habe ich sie soweit. Ja. Ich verspüre Feindseligkeit. Hä? Ihr habt doch ja geklickt. Zucker, Pippi. So, wie sieht's hier aus? Sind die zufrieden hier? Wird bereits gemunkelt.
Sind die zufrieden oder sind die nicht zufrieden? Die sind doch zufrieden soweit, ne? Alle. So, wäre ja. Es sehr oberflächlich, sich nach etwas Luxus zu sehnen? Ne, oberflächlich nicht, aber... Ich könnte euch jetzt natürlich hier eine Pelzfabrik machen. Dann habt ihr ein bisschen mehr Luxus. Was haltet ihr davon? So. Dann kriegt ihr auch Pelze. Und ich ein paar Taler mehr. Dann sind die auch soweit zufrieden. Das nächste wird dann definitiv... Brauchen die dann noch eine Universität? Oh, wo soll ich denn die noch hinklatschen? Na, ich frag mich. Ich keine Ahnung. In die Takelage! So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Kaffee dürfte da mittlerweile auch schon rum 126. Ja, komm, dann alte Welt. Schiff. Wir machen jetzt mal einen Clipper. Dann holen wir noch ein bisschen rum und Kaffee und entlasten. Vielleicht können wir uns aber damit dann auch den die Fregatte ersparen. 61, also viel, ich muss aufpassen mit meinen Punkten. So, NBSA, sind die jetzt schon wieder da mittlerweile? Scheint ja eine ruhige Fahrt zu werden, ne? Ja, da scheint nichts zu passieren, Gott sei Dank. Und dann kann ich mit dem direkt rüberfahren zu seinem hier. Da kann ich nur reinhopsen, ne? Da kann ich nur reinhopsen hier, sein Vaters Grab. Kann man da reingehen? Sollen wir mal gucken? Gucken wir mal, ob wir da reingehen. Ich glaube, ich spinne. Ich hoffe, Sie werden mich auch weiterhin Ihre Gebräuche lehren. Aber natürlich. Ey. Was ist denn hier? Falsche Taste. 100 Stufen. Ach so. So, nochmal eben zum Grab hier. Wo ist das Grab? So. So, ja. Nee, die Spritz lässt er mich nicht. Okay. Dann nicht. Dann machen wir es so. Ach, da liegt König Wack. Diese Inschrift ist eine seiner weiseren Aussagen. Und Friedensangebot soll man aussammeln? Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sir Archibald reicht vollkommen. Ihr Kaiser erwartet mich bereits. Okay, ich bin fertig hier, ne? Mein Name ist Binion, Sir Blake. Gesandter seiner kaiserlichen Majestät. Beauftragt, ihn in dieser heiklen Angelegenheit zu beraten. Nun wollen wir uns anhören, was Sir Blake nach NBSA führt. Kommen Sie. Ihre Anwesenheit wird eine Bereicherung sein. Wo soll ich hinkommen? Folgenreiches Bankett. Einladung. Sir Archibald, würden Sie uns vorstellen? Von Reich zu Reich. Sir Archibald Blake, Botschafter der Königin. Sir Archibald Blake, ein Mann von Kultur und Anstand. Das ist der alte Archie Blake, mein bester Freund. Sir Archibald, ich suche Sie persönlich auf, da die Briefe Ihrer Majestät Sie offenbar nicht erreichen. Sie enthalten, falls es Ihnen noch nicht bereits bekannt ist, Kopien einer Vereinbarung über ein Protektorat, die ihre sofortige Unterschrift bedürfen. Eine solche Vereinbarung garantiert NBSA Schutz von missgünstigen Mächten in der Region und legt die Zukunft ihres Volkes in die sicheren Hände der Königin. Ein Angebot, über das sich jeder vernünftige Untertan der Krone hoch erfreut wäre. Okay, das ist jetzt nicht so gut, ne? Schutz, Sie wollen NBSA zu Ihrem Vasallen machen? Kaiser Ketema, hören Sie, Binyam, die Stimme unseres Verwalters stärkt die unsere.
Sir Archibald, ich stimme mit meinem Verwalter überein. Dieses Angebot ist ungeheuerlich. Kaiser Ketema, das Kaiserreich Envisa braucht keinen Schutz, wie Sie es nennen, sondern eine gerechte Allianz auf Augenhöhe. Von gleich zu gleich. Darüber wäre ich bereit zu verhandeln. Sir Archibald, ich glaube, es wäre gut, eine solche Allianz zuzustimmen. Sir Archibald, eine Allianz? Lächerlich. Sie ist nicht meine Königin. Sie ist die Königin. Unsere Königin. Was mache ich überhaupt hier? Wenn Sie sich benehmen wie engstirnige Hinterwäldler. Wenn Sie mich entschuldigen würden. Diese absurde Verhandlungen sind beendet. Unverschämtheit. Diese Arroganz. Wie kann er es wagen, sich als Gleichgestellter der Königin zu betrachten? Aufgeblasener Kleinkönig. Okay, Archie ist sauer. All den Nutzlosen, warum habe ich bloß zugestimmt, an diese verdammte Küste zurückzukehren? Es ist zwecklos. Ich weiß nicht, ob es gut war oder schlecht war. Ein missmutiger Mann, wie er im Buche steht. Und Sie sagen, er ist sonst liebenswert. Okay, was haben wir hier? Ich hege keinen Groll gegenüber Sir Archibald. Es dauert, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen. Wo ist mein Schiff? Bringen Sie ihm etwas zu essen. Vielleicht besänftigt ihn. Solch feine Aromen. Frisch und vollmundig. Ach, der segelt jetzt mit dem wieder zurück. Rosa Fleisch in dicker Brühe. Glaube ich, Spinne. Ein Gericht, mit dem man Herzen erweicht. Wir bringen dem jetzt ein bisschen Suppe. Da Sie ja reichlich Zeit hatten, die Gegend zu erkunden, könnten Sie mir vielleicht helfen, einige leere Stellen auf meinen Karten zu füllen? Oh, Archie. Echt jetzt? Schiff vom Stapel gelaufen. So, jetzt schicken wir den Clipper erstmal in die neue Welt, ne? Ich habe noch Kriegsschiff produziert? Nein. Erwarten neue Horizonte. So, du gehst jetzt erstmal in die neue Welt. So, und ihr habt jetzt doch auch Pelze. Wunderbar. Dann heißt 1500 machen wir dann die Uni. Das könnten wir eigentlich jetzt schon machen, ne? Wie sieht das denn aus? 300, 200, 198. Komm, wir gucken mal. So viele sind es ja nicht, ne? Und dann warten wir aber jetzt erstmal. Im Angesicht Ihres müßigen Tagewerks weiß ich wieder, wie glücklich ich mich schätzen darf. Da warten wir jetzt erstmal, guck mal, sonst muss ich wieder bauen wie verrückt. Und umbauen. Wir haben zwar genug Bauern, aber ich muss mal eben hier gucken. Wir haben, Korn geht runter. Mehl geht dafür rauf. Brot geht rauf. Bier geht rauf. Malz ist genug da. Da kommt jetzt auch genug. Wir haben auch noch genug Schnaps und genug Klamotten. Und Segel produzieren wir auch. Das passt alles. Okay, in der neuen Welt sind wir jetzt mit Rum gut dabei, mit Kaffee gut dabei. Die sind doch soweit. Jetzt wollen die Hüter haben. Ich kann doch jetzt nicht wahr sein, ehrlich. Wollt ihr mir den jetzt hier? Ja, dafür wollt ihr auch Tuch. Ne, ihr wartet jetzt mit euren Hüten erstmal, Kinder. Seid nicht böse, aber ihr wartet jetzt erstmal mit euren Hüten. Weil da muss ich ja hier noch mehr. Ich meine, klar, ich könnte noch, ne, aber... Hola. Wie viel produzieren? Ne, ich produziere gerade mal so viel, dass ich drüber fahren kann, ne? Also ich muss hier, wenn... Na, dann muss ich auch noch aufsteigen lassen. Wenn ich die aufsteigen lasse, muss ich die versorgen, ne? 20 könnte ich noch. 5 gehen in ein Haus. Das heißt, 3 Häuser können ich noch bauen. Das wären 15 dabei. Ein Feld nimmt 10 und ich glaube, dieses Dingen hier nimmt... Die nimmt auch 10. 10, 20,
30. Komm. 10. 10. Und den. So. Mach die Ecke da oben direkt zu. So. 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 Und so. So. Und so. Und dann, und dann müssen wir uns hier noch ein Plätzchen suchen, wo wir, wie ist das Verhältnis? 30, 30, okay. Alpaka-Farm. Die Alpaka-Farm, guck mal, können wir die nach hier setzen? 4 Stück, 1, 2, 3, 4. So. So. Und die Hutfabrik, ne? Mhm. Dahin. So. So. Steht bereit. Wunderbar. Dann fährst du jetzt auf jeden Fall von. Weißt du noch? All die schöne Zeit, hier, die wir hatten. Von hier nach hier. Und hol's mir mal mit jeder Fahrt, das ist ein kurzes Stück, ne? Drei. So. Okay. Dann kriegen die auch ihre Hüte. So, in Weser. Es gibt noch viel in Enbesa zu tun, aber auch eine große, weite Welt, von der wir so lernen können. Sollte dem wie viel? Vielleicht können Sie auf Ihren Reisen ein paar Expertenmeinungen für von mein den Projekt Suppen? Einholen. Sollte den da Suppen bringen, ne? Meeresfrüchte 1, Topf 2 mal. Eins, zwei. Kann ich wieder darunter eiern zu dem? Ich bin wahnsinnig ehrlich. Ich kriege hier immer mehr Aufträge, ne? Wir kriegen hier nicht auch nicht wirklich was abgearbeitet. Deshalb will ich auch noch nicht in die neue Welt, also nicht noch eine Welt machen. Ach Gott, ey. So. Kontrolle auf unserer Insel. Schon einmal gesehen, wie okay. Das Wasser nach einem Regen okay. Schimmert? Okay. Nicht der Garten Eden, aber okay. Immerhin. Nicht der Garten Eden, aber immerhin. Also, guckt euch mal an, was ich hier gebaut habe für euch. Nicht der Garten Eden, aber immerhin. Undankbares Volk, ehrlich, ey. Also, furchtbar. So. Trockenfleisch läuft. Klamotten laufen. Tee bleibt auf jeden Fall stabil. Hat die Revolution ausgerufen. Oh. Echt jetzt? Etwa so klar, ne? Etwa so klar. Etwa doch einfach klar. Los, Polizei mobilisieren hier. Polizei mobilisieren. Ich habe eigentlich genug Polizei, ne? Na ja, komm, man kann nie genug haben bei so viel. So, was wollt ihr denn hier? Ich muss euch auch mal wieder. Meine Frau meinte, ich könnte sie ja mal fragen. Ja, du, klar, du kannst mich immer fragen, wenn ich dich hier wiederfinde. Was wolltest du von mir? Da. Finden Sie den kleinen Revolution. Oh. Echt jetzt? Nur so einen kleinen Hosenpupser suchen. Alles im Namen Ihrer Majestät.
Sei mir nicht böse, aber... Ich muss den kleinen Hosenpupser erstmal suchen. Die drängeln mich jetzt schon da drauf, ne? Ist er da? Ne. Da ist er auch nicht. Ich muss nochmal eben weg. Hier finden sie den kleinen Hosenpupser so. Toll, hier sind Millionen. Da ist er. Dankeschön. Ich bin ein großzügiger Mann. Panda-Mann. Sozusagen. So. Ich kann auf den Spuren ihrer Majestät nicht abschließen. Jetzt, das geht nicht. Ich kann die nur eine Insel machen. Ich werde wahnsinnig. So, hier haben wir unsere beiden Kriegsschiffe. Da hinten wollte ich jetzt dann, wenn einer der Clipper kommt, wollte ich den austauschen. Ne? Den lasse ich auf jeden Fall mal hier. Oh, der ist auch schon wieder voll. Echt jetzt? Komm, wir bauen noch ein Ding hier. So. Kann ich den wenigstens leer machen hier? So. Hä? Ach so. Ich sollte den auch bauen, nicht nur in Blaupause, ne? Neue Befehle? Gut. So. Und voll rüber. So. Wollen nicht so oft klicken. So, wie sieht's denn hier aus? Ihr habt jetzt auf jeden Fall, ihr habt noch keinen Stoff, ne? Und dann habt ihr auch noch keine Hüte. Ihr Schiff ist aber Kaffee geht drauf. Rum geht runter, aber wir haben hier volle Möhre. Wir brauchen noch rum. Wir brauchen noch so ein Rum-Ding hier. Da kommen wir auch nicht drum rum. Da würde ich gerne noch ein bisschen was bauen. Wo kann ich den hinsetzen, dass der nicht stört? Da stört er überall, ne? Da stört er den, da stört er den. Wenn er jetzt natürlich auch noch einen rummacht, dann brauchen wir wieder mehr Holz, ne? Hm. Komm, machen wir den hier hin. So. Den lassen wir hier, haben wir gesagt, ne? So, wir haben jetzt hier den Clipper, genau. So, und den Clipper wollte ich austauschen gegen... einen anderen auf der Handelsroute. Das ist die Ringelblume. Und zwar hier gegen den hier. Das ist nämlich eine Fregatte, ne? Genau. Und den wollte ich austauschen gegen die Ringelblume. Ja, und der sollte uns dann noch mitnehmen, was? Kaffee, ne? Kaffee sollte der uns noch mitnehmen von La Isla. Soll der dann noch Kaffee mitnehmen? So, und soll er hier abladen, ne? Ein kleinen Dexter, ja. Wunderbar. Ich hoffe jetzt... dass... mehr als bereit. So, nochmal eben gucken. Jetzt muss ich... den ja wiederfinden. Der ist jetzt entweder in der alten Welt. Oder der kommt erst noch in die alte Welt oder gleich in die neue, ne? Irgendwo muss er sein. Er fährt gerade rüber, okay. Okay, dann steht er in der alten Welt, da steht er auch erstmal gut. So, Aufstand ist außer Kontrolle. Echt jetzt, haben die hier die Häuser in Schutt und Asche gelegt? Nee. Die Straßen sind wieder sicher. Na also, geht doch. So, wie viel haben wir denn jetzt hier von denen? 250 brauchen wir noch. Puh. Was ist hier mit dir? Erretten Sie mich aus dieser Quelle. Ich fürchte, mein Ersuchen geht im allgemeinen Trubel unter. Machen wir mal ein Foto. Wovon auch immer. Manfred vor Duell, okay.
Der Triumph stürmt und drängt mir durch jedes Glied. Oh. Neues Saatbeet. Oh, nicht schlecht. Gut. Hier ist ein kaputtes Haus. Hier ist ein kaputtes Haus. Da ist ein kaputtes Haus. Oh Gott, im Himmel. Und noch kaputte Häuser? Nein. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall Bauern aufsteigen lassen, ne? Sonst nützt das alles nichts. So, und dann können wir hier... Flugblätter, Streiks und Meinungsfreiheit. Wenn uns die Bonzen das nehmen wollen, nur mal einen ganzen Block aufsteigen. Ihre goldenen Löffel und stecken sie denn sonst wohin. Dann lassen wir hier nochmal einen Block Bauern aufsteigen. Und nochmal einen Block von den... Ne, erstmal machen wir hier den Block zu, ne? So. Der will nicht, dem fehlt irgendwas. 39, so, dann können wir noch einen Block Bauern aufsteigen lassen, dann nehmen wir die hier, Menschen lassen sie hochleben. Die hier erstmal und dann lassen wir da hinten Block Bauern aufsteigen, ja komm. So, jetzt haben wir das schon mal ein bisschen schnuckliger verteilt, ne? So, wir sind jetzt hier bei 1427. 21, 28, da kommen aber noch ein paar dabei. Warten wir erstmal ab. 81 Punkte hätten wir, da machen wir noch ein Linienschiff. Machen wir zwei Linienschiffe noch. So. Okay, die hat nichts zurückgekauft, das ist gut. Nbesa, Sir Archibald, ne? Ergebnis, hoffe ich. Archie. Zur Stelle. Es ist wirklich lästig mit der Hitze und dem schwierigen Gelände. Aber der Plan ist, jeden Orientierungspunkt zu benennen, auf den wir stoßen. Wie aufmerksam. Ojemine, Gewürze. Das geht nicht. Meine Innereien würden in Flammen aufgehen wie der sechste Kreis. Ich werd verrückt. Jetzt kann ich hier über die Insel springen. Wie ich höre, geht es Sir Blake zu schlecht, um das Land zu erkunden, auf das er Anspruch erhebt. Es wird die Hitze sein. Wollen wir etwas von Nbesa zu ihm bringen? Was soll ich jetzt schon wieder machen? Die Waffenruhe wurde beendet. Ein Foto, okay. Ein Foto ist okay. Okay, aber nicht so, ne? Die Priester von Kidusi erkennen sie an. Okay. Ich soll ein Foto machen. Unter von der Kusse. Ja, mache ich doch hier, aber Kinder. So, Foto machen. Ah. Ich war nicht nah genug ran. Ich soll... Okay. Dafür habe ich nicht ganz drauf, ne? Die gelehrten Männer sind weise. Stehen Neuerungen, aber skeptisch Foto, ja. Gegenüber. So. Achten Sie darauf, sie mit ihrem Gerät nicht zu erschrecken. So. Angerät. Hinter diesen hohen und eigenwilligen Mauern liegt Schönheit und Weisheit verborgen. So, kann Archie sich mal den Sand angucken? Ich wurde hier in weniger fröhlichen Zeiten geboren. Es war nicht einfach, aber meine Mutter und ich kümmerten uns umeinander. Segeln Sie an die Orte, die Sir Archibald Blake Ihnen angegeben hat. Er muss nichts davon wissen, dass unsere Differenzen mit diesen Teilen des Landes noch nicht geklärt sind. Flaggen, aber ich sehe keine Flaggen hier. Werden wir uns vereinen.
Wunderschöne Natur, sicherlich. Ah, da sind die Flaggen, okay. Doch Ihre Majestät hat mich nicht hergeschickt, um die Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Sie hofft, dass Enbesa einwilligt und ein mächtiger Industriezweig wird. Naja. Wir müssen ein paar Aufgaben loswerden hier, das ist... Das macht mich kirre hier sonst. So, Kontrolle. Ihr seid zufrieden? Ja, pfeifen nicht, brüllen nicht, okay. Soweit seid ihr zufrieden in der neuen Welt. Ihr müsst ja mittlerweile auch Hüte haben, ne? Jetzt wollen sie Bier. Ich werd verrückt. Wir haben immer noch keine Hüte, warum nicht? Was stimmt hier nicht? Wir helfen, wo wir können. 3 Tuch sind zu wenig, okay. Stocken wir mal auf 5 Tuch. So. Gut, Bier, dann hatten wir eben, wir haben einen Clipper gemacht, ne? Den haben wir ja umgeswitcht hier, den Clipper. Den hier, der bringt doch eh schon Bier mit, ne? 8 Bier. Dann muss der mehr Bier mitbringen, dann soll der mal 14 Bier mitbringen. So. Nein. Oh, ich jetzt. Laden. Entladen. 14. Weg damit. Rein damit. So. Annehmen. Wer ist denn jetzt schon wieder hier? Wer greift uns an? Oh, Zauberstern, was ist los? Kannst du nicht sagen, wenn du Geld willst? 8000, da kommt für 8000. Du findest, das war ein Sturm? Das war nichts. Augenstern. Wenn ich Zeit habe, kümmere ich mich um dich. Versprochen. Die Waffenruhe wurde beendet. Da wollen auch schon wieder welche was von uns? Jeden Tag eine gute Tat? Ich mache jeden Tag 10 gute Taten. Menschen vorlegen. Was? Bauen Sie einen Springbrunnengarten? Echt jetzt? Die Waffenruhe wurde beendet. Jetzt geht's aber, jetzt schlägt's 13 hier, oder? Ich habe sowieso schon keinen Platz. Wo kann ich den denn am sinnvollsten hinstellen? Da könnt ihr noch was dazwischen kriegen, da auch. Hier. Nee. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Ich weiß, aber da ist doof, da geht meine Eisenbahnschiene der lang, das geht was? Nicht. Ein Bogen, hier. Genau wie da. Eine Zielgerade. Vielleicht sollten wir einen kleinen Sprint einlegen, nur zum Spaß. Enbesa. Foto machen. Abschicken. Sie nennen das Fortschritt, als sei es eine von nur 2 wählbaren Optionen. Enbesa, hier bin ich dahin gefahren, ne? Denn das müsste der doch meinen. Eine solche Bestätigung von den Irenia zu erhalten, ist eine wahrlich große Errungenschaft. Okay, ich fahre mal zum nächsten. Nein, das will er nicht, der will. Werden Sie meine Hauptstadt errichten? Wo denn? Ich meinte Anerkennung des Imperiums Ihrer Majestät, nicht dessen von Kitema. Ach, verflixt, warum wurde ich nicht darüber informiert? Segeln Sie an die Orte. Sir Blake ist nur ein einzelner Mann. Er hat hier weder Verbündete noch Unterstützung. Das muss ihm klar werden, damit unsere Verhandlungen mit guten Absichten fortgesetzt werden können.
Ich segel jetzt mal zum nächsten Ort hier. Ich. Noch weiter ausdehnen? Das darf nicht passieren. Verhindern Sie das. Ihre Majestät würdigt und belohnt Loyalität äußerst großzügig. Ja, Archie. Ich segel jetzt mal hier nicht. Sind unterwegs. Ich bin im Augenblick ein bisschen konfus hier mit der ganzen Questerei. Da soll ich hinsegeln. Auf Rüger See soll ich abschließen. Klicken Sie auf das Symbol, das sich da auf der Insel befindet. Wo waren die nochmal? Nein. Mach doch mal bitte auf hier. Klicken Sie auf das Symbol. Set. Der Zutritt zur Bibliothek ist nur Dienern des Herrn gestattet. Hier werden heilige Schriften aufbewahrt, die vor unerwünschten Einflüssen beschützt werden müssen. Mhm. Das Haus Harlow hat keine Verwendung für dich. Oh, Augenstern. Mach doch keinen Quatsch hier. Klicken Sie auf das Symbol. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Echt jetzt? Wo ist denn das doofe Krankenhaus jetzt? Da. Echt, das ist auch noch so riesig, ne? Oh. Da passt es nicht hin, ne? Na komm. Ich habe keine Ziegel. Doch, Schwein gehabt. Wir können hier eine goldene Zukunft aufbauen. Haben die denn jetzt ihre Hüte? Immer noch nicht. Ja, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich hab da hier Hüte. Kinder. Wo habe ich die denn gebaut hier? Da ist die. Und da ist der. Nee. Die müssen Hüte produzieren hier. Embesa. Da waren wir stehen geblieben, ne? Ich habe aber keinen Dunst. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich drauf... Ich hätte die doch eine Reihe nicht annehmen, wieder was Neues machen. Hier außenrum vielleicht irgendwas. Guck mal, da geht's rein, ne? So, da gucken wir doch mal. Ne, lässt doch nicht zu. Okay. Aber das ist es auch nicht, weil sonst hätten wir ihn ja anklickern können. Oder als wir ihn angeklickt haben, wäre da was gekommen. Stapel gelaufen. Da ist nichts. Was ist das wieder? Der Kontor. Hier ist auch nichts. Da sind Häuschen. Zur Bibliothek ist nur Dienern des Herrn gestattet. Hier werden heilige Schriften aufbewahrt, die vor unerwünschten Einflüssen beschützt werden müssen.
Wenn es schwimmt, riecht es aber köstlich, wenn es versunken ist. Grabmal, Grabmal, kleines Grabmal. Das kann ich ja nicht sehen, ne? Köstlich, wenn es schwimmt. Die wird nicht köstlich sein, wenn die schwimmt. Nein, wenn die nicht schwimmt, so. Wenn versunken ist. Ach Gott. Was könnte denn sein? Köstlich, wenn es schwimmt. Wo, vor allen Dingen, wo könnte ich das finden? Wird es auch nicht sein. Der wird es auch nicht sein. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen mal die Folge Schluss. Liebe Leute, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet einfach in der nächsten Folge ein. Bis dahin einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.